Bekannt wie ein bunter Hund, das bin ich in Liechtenstein. Grüß Gott, meine Damen und Herren, oder wie wir ganz einfach sagen in Liechtenstein, hoi miteinander. Ich würde Sie gerne empführen auf die schönste Wanderung Liechtensteins, und zwar durch den Fürstensteig. Anschließend steigen wir hoch zum Alpspitz und haben einen traumhaften Blick hinaus zum Bodensee, Deutschland, Schweiz, Österreich. Trittsicher sollte man sein, hat uns Marco Büchel vorher gesagt. Und tatsächlich. Stellenweise führt der Steig ziemlich ausgesetzt nach oben. Es ist des Ex-Rennläufers liebste Trainingsstrecke. Und Tempo macht er immer noch gerne. Meine Frau beklagt sich, dass ich das normale Wandern nicht mehr kann, dass ich den normalen Schritt nicht mehr beherrsche, sondern ich habe dann meistens meine Stoppuhr an. Und wenn es nicht allzu steil ist, dann wird gerannt. Ansonsten zügiges Wandern mit einem Auge immer auf meiner Stoppuhr und Pausen, so Rast, das ist etwas, was nicht mehr existiert. Gott sei Dank hat der 43-Jährige mit uns aber doch ein bisschen Erbarmen und lässt es etwas langsamer angehen. Rund 500 Höhenmeter sind es vom Parkplatz bis hinauf zum Alpspitz. Juhu. Rund 1,5 Stunden bei normalem Tempo, so steht's zumindest im Führer. Im Gipfelbuch ist Marco Büchel Stammgast. Er wohnt nur ein paar Autominuten entfernt. Hier oben trifft man ihn regelmäßig an diesem erhabenen Platz. Da überkommen auch den Weitgereisten Heimatgefühle. Ich kann mir sicher vorstellen, temporär irgendwo anders zu leben. Vielleicht für ein halbes Jahr, vielleicht auch für ein Jahr. Aber dauerhaft wegzuziehen, nein. Na, Liechtenstein, das ist Heimat, das ist mein Zuhause. Und da will ich auch bleiben. Denn Liechtenstein ist zwar klein, aber auch der Nabel der Welt. Ich habe gerade kürzlich festgestellt, innerhalb von 1,5 Stunden kann man mit dem Fahrzeug, mit dem Auto 4 Länder abfahren. Ich bin in Lindau gefahren, bin über Bregenz in die Schweiz und dann nach Liechtenstein. Wo gibt es das auf der Welt, dass man kann innerhalb von 30 Minuten 4 Länder besuchen? Und dann legt er wieder los. Doch diesmal halten wir das Tempo mit. Schließlich hat uns Büxi im Tal ein Weißbier versprochen.